sitzt du oder singst du? Nein, ich singe. Ich singe und zwar stelle ich, ist heute eine Premiere, ich stelle mein neues Lied vor. Neue Single gemacht, seit 2 Jahren die erste, 2,5 in Deutschland. Mona heißt das Lied und das stelle ich heute vor. Aha, also wenn man, hast du das Gefühl, dass du dich sehr gewandelt hast in deinem Stil, in deinem Liederstil? Nein, das ist eine schöne Schnulze, wie man so schön sagt. Zu denen du ja immer gestanden bist. Ja, das ist wahr. Mein Gott, es ging mal so los, ganz in Weiß. Magst du gerne noch dran denken? Doch, ich singe sie auch noch gerne. Wie lange ist das her jetzt? 65. 20 Jahre? Jo. Ein weiterer Anlass hier in Baden-Baden zu sein, also 20-jähriges Bühnenjubiläum. Ja, ich bin praktisch seit 64 bin ich in diesem Geschäft. Und ja, seit über 20 Jahre jetzt. Du hast ja, na, darüber wollen wir später reden. Roy, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Rückblende, eine musikalische in deine Karriere mit dem Lied, mit dem für dich sehr vieles in deinem Leben sich geändert hat, mit dem Lied Ganz in Weiß. Ganz in Weiß, ein Lied, zu dem der Roy Black heute noch steht. 5000 Mal etwa hat es noch gesungen, wenn ich gerade erzählt. Das ja auf allen Bühnen, bei allen Konzerten, also immer wieder natürlich. Und während die Musik lief, haben wir uns auch gerade unterhalten und ich habe gefragt, ob er das Lied eigentlich überhaupt noch richtig singen konnte oder ob er da vielleicht abschalten musste und halt sagen, Routine und durch. Aber es wird schon zur Routine, nur wenn man dann immer wieder die Leute sieht, die da sitzen und erwartungsvoll eben auf dieses Lied warten oder harren, dann sagt man sich, komm, bring's wieder so wie am ersten Tag. Tut es dir dann immer noch etwas? Spürst du das dann? Und dann gibt's mir. Also auch nach 5000. Ich kriege das Gefühl dann wieder, ja. Mhm. Wenn die Bands kommt dann auch an, wie die Band spielt, wenn es live ist und so, ob es gut klingt und so. Aber und du hast über. Auch gesagt, apropos du, das muss ich jetzt gleich einschalten, natürlich sollen wir uns nicht duzen, wenn es nicht unbedingt nötig ist, sondern siezen, wie man das als anständiger Mensch macht, aber wir kennen uns nur wirklich so lange, das wäre schlimm. Wir würden, ja, uns würde das Sie im Halse stecken bleiben, ne? Ich finde auch, weil wir uns zu lange kennen. Ja, du hast vorhin auch nochmal etwas gesagt, ein Künstler muss immer auch ein Medium bleiben. Das heißt, er muss... Er ist der Überträger, der Überbringer von musikalischen Botschaften. Ja. Ja, interpretiert etwas. Ja. Ist doch die Gefahr wahnsinnig groß, dass man dieses Medium-Sein dann irgendwann mal so annimmt, dass man glaubt, das, was man auf der Bühne darstellt oder was der Erfolg mit einem macht, das sei man selbst. Und das Problem hattest du ja nun reichlich. Mir ist viel passiert in meiner Laufbahn als Sänger, nur ich habe es nie verwechselt miteinander. Ich habe da... Ich möchte fast sagen, so eine Art von gesunder Schizophrenie entwickelt. Das heißt, ich habe schon trennen können zwischen dem Menschen Gerhard Höllerich und der Aktie Roy Black, die fällt und steigt mit seinen Liedern. Aber was passiert, wenn der große Erfolg, auf dem du ja jahrelang geschwommen bist, wenn der nun aus unerklärlichen Gründen für einen selbst zumindest einfach aufhört? Ich meine, da fällt man schon in ein Loch. Bei mir war es so von 65 bis 74, also fast 10 Jahre, war ich ganz oben und dann kam eben so eine Zeit, wo plötzlich gar nichts mehr ging. Also jeder Titel wurde ein Misserfolg, jede Produktion ging in die Hosen, man hat es an den Umsatzzahlen gemerkt, an den Verkaufszahlen. Und da fragt man sich dann, was ist los? Und dann ändert sich ja auch, eigentlich die Leute, das Publikum ist gleich geblieben. Die haben dann immer gesagt, wenn sie mich getroffen haben, wo sind sie denn, warum haben sie nicht wieder einen Hit und wann kommen sie wieder im Fernsehen und so weiter. Aber in der Branche passiert natürlich viel. Man wird dann plötzlich von einigen fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel und auf einmal ruft der nicht mehr an und der schneidet ein und so weiter. Da erlebt man dann schon einiges. Ja, da läuft man doch amok innerlich. Ja, man denkt sich, hallo, so ist das. Und da lernt man, spätestens bei dem Zeitpunkt lernt man dann eben, dass man eine Aktie ist, dass man ein Sachwert ist, der gehandelt wird. Dass nicht der Mensch zählt, sondern der Erfolg. Hatte ich das nicht in tiefste Enttäuschungen, Depressionen, Wutanfälle, ich weiß nicht, was alles hineingeschmissen? Nein, eigentlich nicht, denn ich habe mir theoretisch vorher schon in den Jahren, habe ich mir klar gemacht, dass es einmal kommen muss. Auch Kollegen haben mir erzählt, pass auf, es wird mal ein Loch geben, es wird Tiefs geben, das ist ganz normal, es kann nicht einer ewig oben bleiben. Und ich habe mir da theoretisch ein bisschen, habe ich versucht, da hineinzudenken in die Sache. Und deswegen war ich nicht ganz überrascht. Ja. Nur wenn die Sache dann im Leben passiert, wenn es praktisch dann eintritt, dann tut man sich schon schwer, das zu verkraften. Also ich muss sagen, ich bewundere dich dafür, wie du durchgehalten hast. Und ich glaube auch, bei vielen unserer Hörer gibt es ja immer wieder Phasen im Leben, wo man die Welt wirklich nicht verstehen kann. Es geht alles anders. Man sitzt in einem dunklen Loch drin, weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Der Mensch glaubt ja immer, dass der Zustand, in dem er sich im Moment befindet, dass der eben von Dauer sein wird. Ja. Und das stimmt nun ganz und gar nicht. Also der Mensch macht so viele Phasen durch, so viel Hoch- und Tiefs macht er durch. Und jeder kann sich mit Willen aus so einer Sache wieder rausreißen. Was hat dir persönlich dabei geholfen,
Durchzuhalten, das ist wahnsinnig schwer. Das ist jetzt kein dummes Kompliment, einfach das Publikum, die Leute, weil die haben eigentlich, glaube ich, immer an mich geglaubt oder haben gesagt, komm, ich habe es gemerkt, an der Reaktion der Menschen und man wird eigentlich nur von der Branche immer fallen gelassen, weil die glauben da plötzlich, na, mit dem ist nichts mehr los. Und die Menschen, das Publikum hast du ja immer wieder getroffen, du hast ja nicht aufgehört zu tingeln, wie wir sagen. Ich bin ja seit Jahren, auch in den schwersten Zeiten, wo also gar nichts mehr lief, wo weder Fernsehen noch Platte war, habe ich, wie du so schön sagst, getingelt. Ich bin erst durch die Lande gezogen mit eigener Band und wir haben Galas gemacht, Konzerte auf eigene Kosten, selige Miete, Konzerte gegeben. Dann viele Sachen wie Modenschauen und solche Dinge, wo ich dann also einen Auftritt hatte drin. Das ging über die ganzen Jahre. Also ich hatte sowieso selber nie das Gefühl, dass ich weg bin, denn gearbeitet habe ich in all den Jahren. Ja, Roy, dass die Phase, die schlimme, abgeschlossen ist, das hoffen wir. Irgendwie spürt sich's auch und ich habe auch den Eindruck, dass du das genau merkst, dass jetzt wieder nach draußen auch weitergeht. Jetzt wollen wir doch das von dir schon angekündigte neue Lied hören. Mona heißt die Platte. Und du wirst sie heute Abend auch noch live sehen, bei den Montagsmalern. Und da können die Hörer auch gleich sehen, wie toll erholt Roy Black trotz aller schwierigen Jahre wieder auf der Bühne steht. Also hier ist die Mona und ich danke dir sehr herzlich, Roy. Gerne. Kommt auch nicht mehr von dieser Nummer los, ganz in Weiß.